Am 30. August 1798 vollendete Friedrich Schiller die Ballade Die Bürgschaft. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der Ballade liegt die Erzählung von Damon und Phintias zugrunde. Damon und Phintias sind die Helden einer antiken Erzählung aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, in der die Freundschaft und die Treue der beiden verherrlicht wird. Dieser Grundgedanke, das besondere Verhältnis des Füreinander-Einstehens, wurde durch den Gesetzgeber des BGB aufgegriffen und findet sich in § 765 wieder. So heißt es im Juristendeutsch: Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürger gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Eine Bürgschaft, das lernte man bereits in der Volksschule, ist daher etwas ganz Besonderes, etwas ganz Vertrauensvolles und brandgefährlich. Deshalb verlangt der Gesetzgeber regelmäßig auch ein Schriftformerfordernis. Wer ein solches Papier unterschreibt, der muss sich darüber im Klaren sein, was er gerade und vor allem für wen er unterschreibt. Deshalb ist der Hauptanwendungsfall von privaten Bürgschaften im privaten Bereich angesiedelt, sie zum Beispiel zur Absicherung von Darlehensverbindlichkeiten für Ehepartner, Eltern und Kinder. Völlig untypisch sind Bürgschaften für Menschen, die einem fremd sind und die man vorher gar nicht kannte. Dies änderte sich im Rahmen der Einwanderungswelle 2015. Um die Einreise von tausenden sogenannten Flüchtlingen zu gewährleisten, mussten sogenannte Flüchtlingsbürgen gefunden werden, denen erzählt wurde, dass sie als Bürgen gar nicht bürgen müssen. Leider vertrat der Bund eine ganz andere Rechtsauffassung als die meisten Länder. Und wie in Schillers Dramen folgt jetzt die dramatische Wendung. Der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen war zu diesem Zeitpunkt durchaus bewusst, dass der Bund die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts vertreten hat. Und dieses stellte klar, dass die abgegebene Verpflichtungserklärung bei Erteilung einer nachfolgenden Aufenthaltserlaubnis eben nicht erlöschen. Deshalb wurde § 68 Aufenthaltsgesetz nachträglich mit einer zeitlichen Limitierung versehen. Blieb nur das Problem mit Verpflichtungserklärungen, die vor dem 6.8.2019 abgegeben worden sind, denn diese wurden nicht von der Änderung erfasst. Nun einigte man sich zwischen Bund und Ländern darauf, dass die Bundesagentur für Arbeit eine neue Weisung im Umgang mit den sogenannten Flüchtlingsbürgschaften ausgibt. Man forderte die Verpflichtung einfach nicht mehr ein, um sein Wählerklientel zu schützen, Herr Minister. Sie stimmen mir zu. Das nenne ich einmal Populismus der primitiven Art, denn billig ist das ja gerade nicht. Für jeden Geschäftsführer in der freien Wirtschaft wäre nämlich hier allerspätestens Schluss. Ihr Verhalten würde für ihn den persönlichen Haftungsfall bedeuten und man könnte ernsthaft über Veruntreuung nachdenken. Nun, meine Damen und Herren, es handelt sich beim § 68 Aufenthaltsgesetz zwar nicht um eine zivilrechtliche Anspruchsgrundlage, dennoch ist der Grundgedanke zur Bürgschaft hin identisch. Wie gesagt, eine Bürgschaft ist eine der vertrauensvollsten Rechtsbeziehungen in unserem Rechtssystem. Mit der neuen Regelung soll nicht der Bürger für seine Entscheidung haften, sondern die Allgemeinheit. Die Kosten der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 werden jetzt also kraft ihrer durchsichtigen Klientelpolitik endgültig dem Bürger auferlegt, also dem Steuerzahler. Mit ihrem Erlass untergraben sie das Vertrauen des Bürgers in den Rechtsstaat. Wie wollen wir den Menschen noch erklären, dass Flüchtlingsbürgen für völlig fremde Menschen nicht haften müssen, der normale Bürger für das Studium seiner Kinder oder für die Miete seiner Großmutter, aber schon noch? Alles für alle, bezahlt durch wenige, das hat noch nie funktioniert und, wie der momentane Niedergang unserer Heimat beweist, wird auch nicht funktionieren. Deshalb halten wir uns und halten Sie sich an die Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts. Nehmen Sie den Erlass zurück. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Röckemann.